schneide. Das ist furchtbar. Test, Test 1, 2. Kann ich jetzt. Moin Leute, herzlich willkommen wieder mal bei mir. Heute habe ich eine hübsche Assistentin dabei. Oh. Nee, ist Thomas Kall von MK Smokers. Viele von euch kennen ihn vermutlich. Moin Moin. Stell dich doch einfach mal ganz kurz selbst vor. Du warst ja noch nie bei mir im Video. Das stimmt, aufgrund der Entfernung. Ich und mein Kollege, wir haben auch einen Kanal. Und sind auch ein wenig länger dabei als der Fabi, aber der gute Herr hat uns mittlerweile auch überholt, das aber auch zu Recht, weil er einfach mit fundiertem Wissen auftrumpft. Und wir sind hier alle versammelt beim Shisha-Opa und haben gedacht, wir drehen einfach mal alles mögliche wild, kreuz und quer durcheinander. Genau, und weil wir gerade Bock drauf haben und weil wir gerade eben beim fundierten Fachwissen waren, geht es heute etwas ums Polieren. Ihr seht es vermutlich, es ist nicht unsere gewohnte Atmosphäre, wir stehen hier gerade in der Küche vom Shisha-Opa. Und ich will euch jetzt hier erstmal ein bisschen was Theoretisches zum Polieren sagen. Warum macht man das eigentlich? Ja. Und es ist nicht das Polieren, was ihr denkt. Nein. Ich senke hier so ein bisschen das Niveau im Video, ihr merkt das schon. Ne? Nicht den Dolch polieren, ne? So. Okay. Prinzipiell, heute geht es natürlich im weitesten Sinne um traditionelle Pfeifen. Warum? Ihr seht es, hier hinten steht die Farita schon. Ich habe die jetzt dann ziemlich lang nicht poliert. Die sieht aus wie Schwein. Ach, mach's nicht kaputt, ich war's nicht. woran liegt das? Die Farita ist im Endeffekt Messingguss. Messing ist ein sehr reaktives Material. Heißt, im Gegensatz zu Edelstahl oder beispielsweise anderen edleren Metallen, reagiert es sehr stark mit seiner Umwelt und eben auch mit Sauerstoff. Sprich, wir haben im Endeffekt eine Anlagerung von Partikeln, so genau will ich da gar nicht drauf eingehen, in irgendeiner Art und Weise, wodurch das Ganze halt eben anläuft und dreckig erscheint und wird. Was ist also Polieren? Im Endeffekt nichts anderes als das Abtragen von diesen kleinsten Partikelchen, was wir hier haben, von dieser äußersten Schicht an der Rauchsäule durch mechanische und chemische Reaktionen, um den Glanz und die Ursprünglichkeit von diesem Messing wiederherzustellen. Könnte man so sagen, würde ich sagen. Besser hätte ich es auch nicht erklären. Das ist im Grunde, simpel erklärt, nichts anderes als ja, einfach eine Patina. Ich weiß nicht, ob ihr Kupferdächer kennt, wenn sie so langsam grün werden. Das ist quasi eigentlich ein ähnlicher Vorgang, in dem das Metall einfach mit Sauerstoff reagiert, sprich oxidiert. Genau. So, natürlich sagen dann jetzt viele, ja gut, passt, Kupfer, Messingpolitur, gib ihm. Was ist jetzt allerdings? Stellt euch die Situation mal vor. Ihr habt eine schöne Tradi-Pfeife zu Hause, heute Abend kommt die Liebe eures Lebens zum Rauchen vorbei, aber die Pfeife sieht aus wie Sau. Ihr wart eine Woche im Urlaub, habt die Woche drei Wochen nicht geputzt, steht in der Ecke, Kopf steht noch drauf, Kohleteller voller Asche, scheiße. Na? So kannst du ihr die Pfeife nicht vorsetzen. Hast du allerdings jetzt auch nicht irgendwie Polierpaste oder ähnliches zu Hause? Drum gibt es heute von mir ein kleines Hausmittelchen, wie ihr die Pfeife trotzdem schön zum Glänzen bringt. Und zwar in diesem Sinne, oh, wo ist es denn? Ja, die Zahnpaste geht da drin. Lieben Dank an den Shisha-Opa, der uns seine Zahnpaste zur Verfügung gestellt hat. Wir wollen euch das Ganze jetzt hier einfach mal mit Zahnpaste demonstrieren. Hier auch nochmal kurz der Hintergrund. Komm mal wieder ins Bild, du. Er ist viel hübscher als die Pfeife. Ich bin viel größer. warum funktioniert das mit Zahnpasta auch? Im Endeffekt ist es das gleiche Prinzip bei unseren Zähnen wie bei der Pfeife. Auch da lagert sich im Endeffekt außen eine Schicht an, die wir abtragen müssen. Durch mechanische und chemische Reaktion. Dementsprechend sind in dieser Zahnpasta minimale Schleifpartikelchen etc. mit vorhanden, wodurch wir auch hier in der Pfeife wunderbar diese äußere Schicht, die uns stört, abtragen können. Dementsprechend würde ich auch sagen, fang mal so lang rum, hör auf mit dem Raucherhusten, hör auf zu rauchen, los, gib mir einen Schlauch. Ich muss auch sagen, ich bin auch ein großer Verfechter von Hausmittelchen. Ja, nicht nur, weil sie denselben Zweck erfüllen wie teure Reiniger, sie sind einfach günstiger und im Regelfall hat man es eigentlich zu Hause, seien es Spültabs oder Zahnpasta.
Ja, man hat es halt einfach zu Hause und man muss sich nicht irgendwie, was weiß ich, es ist Sonntag und muss sich irgendwie behelfen. Oh, wo kriege ich jetzt das ganze Zeug her? Eben. Es ist wirklich einfach, man hat es in den meisten Fällen zu Hause. Und ich würde sagen, fackeln wir gar nicht lang rum, wir gehen in die Nahaufnahme. Ich zeige euch mal, wie das Ganze dann aussieht, wie ich das Ganze mache. Und dann sehen wir uns gleich wieder, Freunde. So, Leute, ihr seht wieder mal meine hübschen Patschehändchen. Damit ihr auch mal seht, dass das Ganze nicht nur Geschwafel ist, sondern auch wirklich funktioniert, blende ich euch jetzt erstmal eine kleine Videosequenz ein. Das hässliche Patschehändchen. Dann will ich auch schon direkt weitermachen und zeige euch einfach mal, wie ich das Ganze dann im Endeffekt mache. Hier, die Stelle habe ich schon poliert, beziehungsweise einmal kurz drüber gegangen. Meine Stelle darfst du auch gerne mal polieren. Wo wir wieder beim Thema wären, Freunde. Ich nehme hier... Ist so hohl. Ich nehme hier einfach mal ein bisschen Zahnpasta. Ich habe hier eine wunderschöne Helferin. Hallo. Und trage hier einfach mal ein bisschen was auf, ne? Dann nehme ich mir ein Tuch. Im Endeffekt optimal ist natürlich in irgendeiner Art und Weise ein Poliertuch. Irgendwas, was auf jeden Fall wenig fusselt. In meinem Fall ist es hier leider nur ein Geschirrtuch, aber was anderes habe ich gerade momentan nicht. Von daher, scheiß die Wandern. Irgendwas, womit ihr das Ganze im Endeffekt polieren könnt. Und jetzt müssen wir das Ganze hier verteilen und dann einreiben, um die mechanische Abtragung von dieser Patina im Endeffekt, beziehungsweise dieser angelaufenen Schicht oben in Gang zu bringen. Ne? Das heißt, ich fange hier einfach mal an, Tuch drauf und einfach einmal hier rundum, damit wir das Ganze auch wirklich auftragen. Ihr seht es hier dann, die Zahnpasta verteilt sich komplett hier außen rum. Gehe ich einmal von der anderen Seite ran und dann einfach nur im Endeffekt immer in diesen Schwenkbewegungen mit gut Druck in der Faust hin und her bewegen. Ein weiterer Vorteil ist, eure Pfeife riecht ja nach Minzfrisch. Kommt natürlich auf die Zahnpasta an, vielleicht ist sie auch fruchtig. So, und hier einmal noch ganz kurz, kann man schon das Ergebnis hier einigermaßen erkennen. Es ist hier vorne natürlich jetzt von der Zahnpasta selbst noch ein bisschen belegt. Aber wir haben schon deutlich mehr Glanz im Vergleich zu den Stellen hier oben. Die sind deutlich gelblicher. Wir holen hier jetzt also diesen goldenen Glanz wieder mit hervor. Und auch unser Geschirrtuch sieht nicht mehr so ganz frisch aus. Wenn wir das Ganze jetzt weitermachen. So, dann sind wir im Endeffekt hier durch. Die Zahnpasta hat sich schön verteilt, der Rest wurde wieder abgetragen. Ich gehe ja immer nur mit einem trockenen Tuch drüber. Dann seht ihr schon, wir sind deutlich, deutlich goldener hier rein vom Glanz her. Wir haben natürlich jetzt hier in diesen geriefelten Stellen, wo die Zahnpasta im Endeffekt eingedrungen ist, nach Ablagerung von der Zahnpasta selbst mit dabei. Was läutet denn ihr hier? Kennt ihr die Stimme? Wer könnte das denn sein? Hallo! Falls ihr die Ecke nicht kennt, das ist ein Waschbecken. Was macht ihr hier Feines? Wir spülen auf jeden Fall nicht dein Geschirr. Ja, das wäre auch zu schön gewesen. Ne? So, ich habe jetzt beschlossen, der Shisha-Opa übernimmt jetzt den Rest vom Video für mich. Er sieht so kompetent aus. Ja, wenn ihr mir sagt, um was geht. Ich habe hier eine traditionelle Messingpfeife. Und ihr wollt die wahrscheinlich sauber machen. So sieht's aus, beziehungsweise sie ist schon teilweise sauber gemacht. Ich komme jetzt auch hier mal wieder ins Bild. Ja, ist schon ziemlich schön. Der Trick an der Sache ist einfach, dass ihr jetzt die restlichen Zahnpastareste mit Opas Bart aus der Pfeife poliert. Genau, so okay. Sieht's aus. Dann gehen wir praktisch schon hier. Nimmt das hier so und poliert dann hier so praktisch, oder? Genau. Nee, also jetzt mal ohne Witz, mit was poliert ihr? Mit deiner Zahnpasta. Exakt. Ja, Zahnpasta hat man früher auch Kratzer von CDs weggemacht. Da sind Schleifpartikel drin, das ist eigentlich genau. Ideal. Genau. Und du spürst hier an deine Pfeife keine Chemie. So sieht's aus. Thorsten hat das Prinzip verstanden. Ich will trotzdem weitermachen, wo ich aufgehört habe. So. Ich schleiche mich mal wieder raus, weil ich glaube, ihr habt das gut im Griff. Ja, nicht wieder mal. Homoerotik. Zahnpasta bei Tradipfeifen echt guter Tipp, Leute. So, nee.
Jetzt noch zum Schluss. Ich habe ja hier immer so kleine Ornamente, kleine Ziergravuren im Endeffekt mit drin, die mal mehr oder weniger sauber gearbeitet sind, wie von Tradipfeifen natürlich gewohnt. Und da hängt sich natürlich dann diese Zahnpasta etwas fest. Dementsprechend ist es am einfachsten, wenn ihr eine kleine Zahnbürste, ein Lochstecher, eine Zange, irgendwas nehmt, um das Ganze eigentlich nur auszukratzen. Da eignet sich eigentlich alles selbst. Ein Fingernagel und ein Zebra sind da echt gut dafür. Versteh nix! Mikrofasertücher sind auch sehr zu empfehlen. Genau. Im Endeffekt alles, womit ihr die Pfeife auch probiert habt, mit dem könnt ihr die kleinen Ecken sauber machen. Ihr braucht nur irgendeinen Gegenstand, mit dem ihr im Endeffekt hier die kleinen Riefen, die kleinen Verzierungen wieder sauber bekommt. Ansonsten einfach dann noch einmal mit einem trockenen Tuch ganz zum Schluss drüber gehen und schon habt ihr eine vollkommen polierte Pfeife. Das ist eigentlich so mein Hausmittelchen, wenn es mal schnell gehen muss, wenn ich kein nichts Passendes zur Hand habe und trotzdem die Pfeife gut aussehen muss. Von daher, Leute, ein kleiner Hinweis noch an dieser Stelle, wenn ihr keine Zahnpasta habt und auf die Idee kommen solltet, das Ganze mit Essig, Zitronensäure etc. zu reinigen. Nein! Damit erreicht ihr genau das Gegenteilige, damit eure Pfeife nämlich dunkel anlaufen. Genau. Schlicht und ergreifend reagiert nämlich dann die Säure mit dem Messing, das Ganze oxidiert und wird dann bräunlich, schwärzlich verfärbt. Vor allem hier bei dem Kupfer unten ist es nicht so wirklich vorteilhaft. Sollte man nicht machen. Also wenn, dann greift wirklich drauf zurück, macht das Ganze wirklich mechanisch, da habt ihr die größten Chancen. Ja, Tim? Eine Frage, wie sieht das aus mit Messingpolitur? Macht das Sinn? Wenn du Messingpolitur hast, nimmst du Messingpolitur für eine Messingpfeife. Ja, zusätzlich zu dem Zahnpasta oder nur die Messingpolitur? Wer im Endeffekt quatscht, ist doppelt gemoppelt. Gut, war so eine Frage für den Leiden. Tim setzen 6. Gut. Ab zum Nachsitzen. So, dann, Leute, ich bedanke mich bei euch fürs Zusehen. Ich bedanke mich ganz lieb bei allen, die hier dabei waren. Vor allem natürlich beim Pascal, der mir hier so wahnsinnig toll geholfen hat. Dafür hat er sich fast nichts gemacht. Daneben bestand gut ausgesehen. Gut ausgeschaut, genau. Das kann ich. So, und ansonsten hoffe ich, wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Ich hoffe, es hat dem einen oder anderen geholfen natürlich. Und von daher, Freunde, wir sehen uns. Alle die Ohren steif. Aber ich will auch